Wieso ist politische Satire fast immer links und nicht rechts? Naja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Es gibt natürlich auch immer wieder diese Frage, gerade wenn unsere Fanbase von der AfD sich an uns wendet, weil wir ja so eine Art Fanfreundschaft mit der AfD haben, gerade mit unserem alten Spezi Bernd Höcke. Kann ich übrigens gerade mal einschreiben, mir hat gerade eine Kollegin, die für den Spiegel ein Porträt schreibt über Höcke, gesagt, dass denen das wirklich stört, dass wir immer den falschen Vornamen benutzen. Das hat mir nochmal das ganze Ausmaß der Eitelkeit klar gemacht. Da haben wir nur angefangen, den albernen Quatsch mit Bernd statt Björn, weil er mal bei einer Kundgebung auch, da hatte eine Zeitung bei ihm in Thüringen wohl aus Versehen Bernd geschrieben und hat da richtig ins Mikro geschrien, ich heiße Bernd, nicht Björn. Umgekehrt, ich heiße Björn, nicht Bernd. Das kriege ich schon durcheinander. So, und dann, als wir das gehört haben... Wenn Sie älter werden, noch viel schlimmer. Ich weiß. Aber da haben wir beschlossen, so, wenn dich das so ärgert, dann ist das jetzt unsere Lebensaufgabe. Und das führt ja dazu, dass jetzt auch seriöse Kollegen aus Versehen Bernd sagen. Neulich hat die Marietta Slomka im Heute-Journal aus Versehen Bernd Höcke gesagt. Ich fand es nur schade, dass sie dann auf Nachfrage sagte, sie hätte sich versprochen, da muss man noch dazu stehen. Das Endziel ist natürlich, wir hören dann auf, wenn Bernd Höcke selber denkt, dass er Bernd heißt. Vorher hören wir nicht auf. Aber die zum Beispiel, die fragen nämlich auch ständig, ja, mach doch mal, warum gibt es denn kein rechtes Kabarett, warum macht das denn keiner und so. Ich habe da auch drüber nachgedacht, ich glaube, der Ursprung liegt daran, dass Kabarett sich per se auf die Seite der Schwächeren stellt. Also das ist nun mal so. Ich auch, ja. Deswegen kommt das vor ganz allein.